Das Lied von der Kuhglocke. Endlich werden die Pläne, dich zum Gebieter des östlichen Adanias zu machen, in die Tat umgesetzt. Die ersten Schritte drehen sich darum, die Loyalität der stierköpfigen Bevölkerung von Mutautus zu gewinnen. Ja, kleiner Hintergrundfetzen, was ich aus anderen Spielen im Adania-Universum kenne. Der gute König von Adania hat eine Befestigungsanlage gebaut, um die Tauren, oder die Minotauren besser gesagt, in ihrem Land zu halten. Die können also nicht mehr so leicht in das restliche Adania eindringen und es überfallen. Ja, sehr schön. Ich lass mal keine Leitern an. Einfach mal, weil ich es kann. Nee, einfach weil ich nicht weiß, wie das mit den Helden ist. Oder ich mach mal, nee, lass mal keine Leitern für die Mission auf wieder. The preparations are in place. The target is set. Now it is up to you to get the job done. But can you? Are you truly imp enough to fill the boots of a Barbarian warrior king? Oscar is growing increasingly nervous, and it's easy to understand why. The first part of the plan has brought you to the free Minotaur city of Mutautus, where you must gain the loyalty of its sturdy inhabitants. Your advisor is yet to tell you how to pull that off, and judging by appearances, the reason for his secrecy might very well be that he has not got a freaking clue. Tauren. Welcome to the Kingdom of Ardania, Deathslayer. Or more precisely, to the caverns beneath the free Minotaur city of Mutautus. I can hardly believe it. My so-called father didn't think me capable of wiping my own valley of death, but look at me now! I am. And you look nervous enough to soil that death valley of yours. Okay, listen closely. I will say this only once. Conquering a region is about gaining the loyalty of its natives. Ardania, east of Lormidia, has four main settlements. The cities of Betawur and Keftali, the known city of Lat, and this one, Mutautus, home of the mighty Minotaurs. We must vanquish them all. How about I do the vanquishing? You just stay close to that nasty bucket you have in your office. Listen, to gain the loyalty of the bullheaded populace of Mutautus, you need to single-handedly defeat a certain mountain of muscles named Chief Red Bull. On second thought, this part of the plan was made with the immensely large and capable warrior King Shonen in mind. This might be a mistake. You know, maybe we don't need the Minotaurs. Maybe we should go deal with the, with the necromancers of Keftali. Or maybe we should just go home. Shut your face, you weak man thing. I was king of the pit. I will be king of this hellhole. Right. I was just thinking. No. Don't think. Just give me a plan. Okay, calm down. You're right. We're past the point of no return. How about this? You search for a way to gain access to Chief Red Bull's pyramid while I find something for you to defeat him with. Some type of poison, or perhaps a lightning rod you can zap him with. You do that. It's your damn fault. I'm in this scrawny imp-like body, you know. Right. Let's do this. And if anything happens, I'd just like to say, well, you picked me. And I'll never forget that. Good golly, what a magnificent and monstrous throne room the scouts have found. You must repair it and figure out what it does and how it works. I'll bet it's awesome. And speaking of awesome, I happened to acquire some really cool weapon schematics from a local blacksmith on our way here. I have sent them to the workshop so you can upgrade our fighters with them. As soon as you're ready, start exploring the caves beneath Mutautus and find your way to the cellars of the Royal Pyramid. Our best chance is to lure the chief to us, much like you did with King Shona. Okay. Erstmal Häuptling Red Bull. Das kann ja schon mal nicht angehen. Wenn er jetzt auch noch Flügel hat. Ah je. Also erstmal Standardzeug wie immer.
Am besten hier noch einen Gang graben. Hier kann nämlich dann unser Hort hin. Und gegenüber die Küche. Dann müssen wir den Raum hier frei machen, was auch immer das für ein Raum ist. Wir müssen gucken, dass wir hier drüben absichern. Mehr als hier. Ich kann auch gleich mal in die Richtung graben lassen, denke ich mal. Sofort. Passt genau hier so rein. Wie viel freie Bevölkerung habe ich noch? Mehr als genug. So, der Pilzraum ist repariert. Gleich mal einen abstellen. So, und eine Küche beschaffen wir uns auch gleich mal. Dann würde ich sagen, da wir schon 3 Punkte haben, schalten wir erstmal den Speer frei. Und ich glaube den Übungsraum. Alles andere ist nämlich noch nicht so wichtig. So, Küche frei, Ort frei. Baal beschwört noch ein. Da müssen wir gucken, dass wir... Wow. 75 Materialien, aber das sind auch 2 Gegner drin. Ich glaube, wir müssen uns erstmal mit 50er Materialien begnügen. Aber das ist ja auch kein Problem. Berserker, Berserker. Speer, Speer. Und dann gucke ich mal kurz. Oh, das ist teuer. Und wir haben endlich Waffenverbesserungen. Juhu. Arcanium müssen wir freischalten, den Extraktor zum Glück nicht. Wobei ich einschätze, dass der Extraktor... wo ist er denn da? Oh, 50, das geht ja doch einigermaßen. Also sollte ich als nächstes die Räume billiger machen. Denke ich mal. So, Trupp 1 ist fertig. Dann schicke ich Trupp 1 gleich mal los. Materialien beschaffen. Das dürften die gerade noch so hinkriegen, hoffe ich mal. Und dann schicke ich sie Gold beschaffen, dass wir gleich Trupp 2 ausheben können. Erst Meisterbauer, dann schnelle Auffassungsgabe und dann sehen wir weiter. Den Raum, da muss ich dann auch noch freischalten. 2 Rachegeister, Stufe 2, okay. Das könnte auch noch lustig werden. So, ich buddel mal hier lang weiter. Squad hat einen Speer verloren, kein Problem, den kann ich gleich ersetzen. So, dann machen wir mal das hier. Und mit den Materialien bauen wir als nächstes eine Trainingskammer, oder? Wo ist sie denn? Übungsraum, genau. Hier könnten wir den... Wir könnten ihn auch hier hinsetzen, aber nee, ich glaube... Hier ist besser. Was setze ich hier hin? Ich glaube, hier setze ich meine ganzen Vorratskämmer hin. So, wir haben einen Übungsraum, dann schicken wir Trupp 1 gleich mal zum Trainieren. Weil Trupp 1 wird jetzt erstmal nur damit beschäftigt sein, Sachen zu überfallen. So, ich habe schon die maximale Anzahl. Nein, Pilze kann ich noch ein paar haben. Aber ich kann sie trotzdem schon mal umwandeln. Dann habe ich nämlich jetzt genug für den Extraktor. Der sollte eigentlich auch nah am Eingang sein. Oh, der ist auch nicht mal groß eigentlich. Ich könnte ihn so hinsetzen oder... Ja, genau so hier hin. Den Extraktor.
Oh, und ich habe wieder 3 Punkte. Also kann ich das hier freischalten. Jetzt sind die unteren teuren Sachen einen Punkt billiger. Jetzt spare ich 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. 5 Punkte sind schon mal 5 Punkte. So, Trupp 1 ist ready. Würde ich mal sagen, für den nächsten Überfall. Auf einen Schatzhort, dass wir gleich Trupp 2 freischalten können. Und neben Trupp 2 sollten wir dann auch gucken, dass wir den Priester freischalten. Priester und den Schrecken, dass wir gemischte Squads machen können. Ich hoffe, es reicht wenigstens schon mal den Priester freizuschalten, dass ich 2 Dreier-Trupps draus machen kann. Für was kriegen wir eigentlich alles Punkte noch? Einheiten beschwören? Jo, gibt auch nochmal Punkt. Kostenlose Einheiten können wir jetzt gerade nichts anfangen. Gegenstände fallen? Nö. Graben, Räume bauen auf jeden Fall noch. Ein Raum. Jo, da wollte ich eh noch die Schmiede habe ich noch gar nicht freigeschalten, oder? Nein, leider noch nicht. Okay, dann kommt jetzt erstmal der Priester. Und dann würde ich sagen, mit den 2 Dreier-Squads machen wir dann die Räume erstmal frei. So, Priester ist ready. Dann beschwören wir auch gleich mal 2 Priester. Oh, dafür fehlen 15 Pilze. Jetzt haben wir 15 Pilze. Und auch genug, um einen Raum freizuschalten. So. Trainieren, trainieren. Essen, essen und dann fangen wir an, diese Räume zu leeren. Allem im Allem vorerst einmal den Raum hier frei machen. Ne, dann buddeln wir von hier oben lang. So, sobald die Priester aufgestuft sind. Hey cool, ich kann jetzt noch die Werkstatt freischalten. Die Werkstatt kann ich hier irgendwo oben separat errichten, sobald ich wieder Materialien zusammen habe. So, jetzt holen wir uns aber erstmal den Raum. Mit 2 Rachegeistern kommen wir hoffentlich klar, ja. Heroes are entering your dungeon. Oh, Heroes. Ah, ich sehe die Heroes nicht. So, Bal kommt mit denen eigentlich fast schon alleine klar, weil er sich schneller heilt, als die ihm Schaden machen können. So, die haben Extraktormarkierungen, sehr gut. Der Extraktor braucht jetzt zum Glück keinen Arbeiter. Nur 3 Räume habe ich im Augenblick, die Arbeiter brauchen. Das heißt, ich habe 4 freie Arbeiter. So, da ist ein Held. Der wird vielleicht auch in den Extraktor geworfen, hoffentlich. Das gibt schon mal Punkte dafür, dass ich Helden extrahiere. Weil an Materialien komme ich auch anders dran. So, und der andere wird jetzt auch noch extrahiert. Sehr gut. So, was ist das jetzt hier für ein Raum? Ah, ich weiß, was das ist, oder? Genau, das ist dieser